Happy Birthday to you. Herzlichen Glückwunsch an alle Leute, die heute Geburtstag haben und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich spiele heute Day After und ich sage euch schon mal viel Spaß. Dann bis gleich. Okay, und das hier ist Day After und Day After ist ein Survival Game. Man muss überleben, man hat immer so kleine Queste. Ich habe jetzt das Tutorial, glaube ich, schon durchgespielt. Und das Tutorial habt ihr schon durchgespielt. Musst jetzt zur nächsten Runde gehen, aber was heißt nächste Runde? Ich muss mein Ding jetzt hier verlassen und gehe jetzt das erste Mal woanders hin. Ich habe aktivieren. Da bin ich. Ich denke mal, ich muss hier hingehen. Betreten. Ich könnte auch auf Automatik drücken, dann rennt er durch das, durch die ganze Gegend hier und warte mal, ich brauche Futter, Futter. Wie war das nochmal? Oh, warte, da ist doch was Gebratenes. Ich habe 99 HP. 100. Ach so. Ah ja. Also, ich kenne das Spiel noch nicht so richtig. Ich drücke mal auf Automatik. Automatik ist auch ganz schön schnell. Er liegt hier zu fahren. Was wollte ich sagen? Das ist halt ein Zweimal-Game. Ich muss probieren zu überleben. Ich kann da mein Haus ein bisschen weiter aufbauen. Hab hier diese Person kennengelernt. Und oh, was heißt Person? Ist eigentlich KI. Ja, ich habe diese Person hier kennengelernt. Und die hilft mir jetzt überall. Das sammelt das also alles ein, was er, wo ich noch Platz für habe. Rucksack voll. Okay. Können wir mal raus hier. Ach so, okay.
laufen. Also alles, was da jetzt drin war, ist alles weg und das beim nächsten Mal wieder neu. Gut zu wissen. Du bist ja aus dieser Gegend, oder? Und du weißt nicht, was hier so los ist, oder? Junge, hier ist eine Menge los. Im Süden gibt es ein Dorf, in dem du die Überlebenden versammeln in der Nähe von dem Ort der Sheriff und diese Frau. Die Waffenschmieden und ich haben gehört, dass ein alter Mann im Sumpf lebt, der vielleicht Hilfe braucht. Oh, ich bin so ein Quasselstrippe. Papa hat gesagt, dass ich sehr gesprächig bin, aber es ist schon spät und ich bin schon ein ganzes Stück mit dir gegangen. Also kann ich jetzt wohl nach Hause gehen. Tschüss. Okay. Dann habe ich jetzt doch keine Begleitung mehr. Jetzt erst das nächste Essen. Okay. Verwendet. Dann wollen wir mal eine Perle. Also die Hütte hier habe ich schon ein bisschen weiter aufgebaut. Am Anfang war hier nur das Funkgerät, diese Truhe, das Bett, diese 8 Platten hier, die habe ich neu dazu gebaut. Und die Wand von da bis da. Ich habe jetzt hier noch eine Platte hingesetzt. Die Wände hier dazu gestellt. Was ist denn das da? Was will der von mir hier? Nicht genügend Platz. Okay. Na gut. Dann muss ich mal hier ein bisschen Platz machen. Also ich glaube, ich habe das Tutorial durchgespielt. Ich habe hier diese Seite, diese Ecke hier von meinem Haus alles schon fertig gemacht. Das war hier schon überall. Und wie kriege ich jetzt die Sachen hier los, raus? Achso, ich muss ja aufmachen. Da gibt es noch ein ähnliches Spiel. Ich hatte gesagt, das war Doomsday, aber Doomsday war ja was anderes gewesen. Also die brauche ich immer. Und Essen natürlich auch wichtig. Gut. Dann gehen wir jetzt so mal wieder schnell zurück. Jetzt ist wahrscheinlich noch ein bisschen langweilig das Spiel, aber ich glaube, es wird spannender, wenn man ein bisschen weiter ist. Man braucht Ausdauer dafür. 200 Ausdauer hat man, okay. Also ich brauche auf jeden Fall Seile für diese Questlage. Warte mal, nee, was brauche ich für Lagerfeuer? Lagerfeuer. Steine, dieses Dings, Gras, Ding, Gras, Baumstämme und 2 Seile brauche ich. Baumstämme und so habe ich alles. Das ist
Kiste. Da muss die Frau nicht mehr da oben sein. Brauchst du eine? Was ist das hier? Was ist entstanden? Kürbis, nicht bitte. Entschuldigung. Muss da offen. Du hast mich erlebt. Wolfsfleisch. Bitte Seile. Ich trau. Ha, schon wieder voll. Ich brauche einen größeren Rucksack, dann wäre der ganz schön. Da war ich zurück. Vielleicht ist mein Ding auch kaputt. Okay, endlich wieder 100%. Warte mal, da war noch eine Kiste, ne? Da. Eine Vorsitzerin. Okay, Sheriff sammelt den. Ich glaube, ich muss mal nach Süden gehen. Pegel. Verbinde mal. Oh, okay, das war die Quest noch drin. Das ist auch schön. Na damit. Da war ich schon. Ja, dann wieder zurücklaufen. Wieder ein paar Sachen abgeben. Laufen. Im Süden ist eine Stadt. Ach, da ist sie ja schon wieder. Gleich. Ich habe nur keinen Platz. Warte mal, da war Truhe bauen. Hier drauf. Holzkiste. Ich brauche erstmal Holz und Steine. Holz und Steine. Upsa. Holz. Also den nehmen wir mit rüber. Gras war das noch. Gras. Und
deine. Jetzt können wir eine nächste Kiste bauen. Kiste, so. Da, Holzkiste. Herstellen. Holzkiste hergestellt. Dann musste man... hierauf gehen. Okay. Okay. Komm her. Was wollte sie nochmal? Ach, drei Kürbiskerne war das. Drei Kürbiskerne wollte sie haben von mir. Sicher kriegst du die. Ups, was habe ich denn hier gedrückt? So. Dankeschön fürs Essen. Was hast du jetzt noch? Jetzt, wo wir uns kennen, würde ich dich gerne einladen, vorbeizukommen. Nur falls du Zeit hast, natürlich. Ich muss los, weil es schon dunkel wird. Ich bin froh, dass du mich empfangen und nicht gleich auf mich geschossen hast. Als ich ankam, wie es viele Leute hier tun. Okay. Was habe ich hier noch drin? Ich habe immer noch keine Seile. Ich brauche Seile. Ach, so kann man die Box aufwerten. Okay. Habe ich den jetzt einfach eingesteckt? Okay. Muss auch mal sein. Gut, ich würde mal sagen, das war's soweit für heute erstmal. Okay, das Spiel ist online. Ich bin Platz 41. Ist das eigentlich so eine gute Idee, wenn ich zeige, wie meine Basis... Obwohl, kann man eigentlich zu meiner Basis kommen? Ich weiß es nicht. Aber ist es online? Würde ja sonst irgendwie keinen Sinn machen, wenn man nicht zur Basis kommen kann. Ich will ziemlich nicht sein. Da bin ich Platz 41. Da war was. Muss wieder hochschauen. Und das machen wir noch. Und dann bis gleich. Okay. Ich habe mir die Werbung angeschaut. Ein Dreh habe ich gekriegt. Kriege Holz. Super.
Post, Holz nehmen. Meine Quest habe ich leider noch nicht geschafft. Ich brauche immer noch Seile. Das habe ich alles, aber Seile, wo kriege ich die Seile her? Ich glaube, ich müsste mal in der Stadt gehen und mich da mal umschauen. Ich kann noch mal rausgehen, gucken. Mein Schlagstock ist bald kaputt, dafür ich meine Säge, Motorsäge. Geschlossen. In Süden hatte sie gesagt, ne? Ah, hier gibt es Klamotten. Schwierigkeit 1. Schwierigkeit 1 und Klamotten. Ah, okay. Ich komme immer näher. Immer näher darauf, was ich machen muss. Nein. Ich verstehe immer mehr das Spiel. Es sind schon ein paar Orte hier. Ob das später noch größer wird, weiß ich nicht. Aber ich muss hier mal wieder rein und raus rennen. Betreten. Und ich denke, ich muss... Weil ich habe ja hier noch ein Auto. Ich muss das Auto noch reparieren, aufwerten. Reparieren. Das dauert. Habe ich da hinten noch... Das muss ich noch reparieren. Ich habe diese Schnalle noch nicht. Sonst hätte ich den auch schon fertig gemacht. 4 Schnallen. Ich kann nochmal nachschauen, aber ich meine, ich hätte da nichts von. Essen habe ich genug. Erstmal, ich muss... warte mal. Ich muss mich mal verbinden. Okay, das ist nur für Blutungsschaden. Habe ich nicht. Bett ist auch noch nicht fertig. Dafür noch diese Nieten. Und dafür noch ganz viel. Obwohl Kleber nur dieses Tesa 5 immer die Scharnieren. Scharnieren. Das ist der Kleber, den habe ich. Ne, nur kein Schnee. Okay, gut, dann würde ich mal sagen, das war's für heute. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal seid. Bis dann, euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.